Was aussieht wie ein Wesen von einem anderen Stern, ist die Kalkalge Emiliana Huxley. Sie kommt in fast allen Meeren der Welt vor und spielt eine wichtige Rolle im globalen CO2-Kreislauf. Im Frühjahr und Sommer kommt es regional Jahr für Jahr zu einer Massenvermehrung der Alge. So stark, dass sich der Algenteppich über Hunderte von Quadratkilometern ausbreiten kann und auf einem Satellitenbild noch gut zu erkennen ist. Die Biologin Michaela Maus steht am Anfang ihrer Doktorarbeit. Die Kalkalge steht im Fokus ihrer Forschung. Dies hier ist eine haploide Kultur meiner Alge, Emiliana Huxley. Haploid bedeutet ein Chromosomensatz. Diese Alge oder diese Lebensphase der Alge kalzifiziert nicht, das heißt, sie bildet keine Kalkplatten. In der nächsten Probe zeigt die Alge Emiliana Huxley ein völlig anderes Erscheinungsbild. Bei dieser Kultur handelt es sich um die diploide Lebensphase, das heißt die Lebensphase mit zwei Chromosomensätzen. Typisch für diese Alge und für diese Lebensphase ist, dass sie stark kalzifiziert, also Kalkplatten, sogenannte Kokolithen, bildet, die man auch schön sehen kann. In dieser diploiden Lebensphase, in der Emiliana faszinierende filigrane Kalkstrukturen ausbildet, ist die Alge dem Angriff verschiedener Viren ausgesetzt. Infizierte Algen platzen auf und verlieren als Folge ihre Kalkplättchen. Wenn die Kalkfragmente dann frei im Meerwasser treiben, reflektieren sie das Licht und machen das Ausmaß der Algenblüte für das Satellitenkameraauge sichtbar. Michaela will herausfinden, wie die biochemischen Interaktionen zwischen Alge und Virus funktionieren und welche chemischen Moleküle dabei eine Rolle spielen. Um fit für die Methodik dieses komplexen Forschungsvorhabens zu werden, wird sie die nächsten 3 Wochen in der biologischen Station in Roscoff an der bretonischen Küste verbringen. Die französischen Kollegen dort haben viel Erfahrung im Umgang mit marinen Viren. Hier Michaelas Bericht per Videotagebuch von den Höhen und Tiefen ihrer Exkursion. Hi, ich bin Michi. Ich gehöre seit etwa einem halben Jahr zur Mikroalgengruppe in Jena und möchte im Rahmen meiner Arbeit herausfinden, wie eine bestimmte Alge mit ihrem Virus interagiert. Die Sache ist die, dass es im Vorfeld einige Komplikationen gegeben hat. Deshalb bin ich ein bisschen unsicher, wie das Ganze hier laufen wird, aber trotzdem bin ich schon recht gespannt, weil ich hoffe, jetzt endlich mit Viren arbeiten zu können. Inzwischen sind 2 Tage um und ich konnte erstmalig meine Kulturen mit Viren infizieren und habe heute am Flussaltimeter gemessen. Leider hat die Messung ergeben, dass ich nicht genau sagen kann, ob meine Infektion erfolgreich war oder nicht. Endlich Viren feststellen. Das Flussaltimeter ist eine gut erkennbare Bande. Jetzt kann es hoffentlich mit anderen Experimenten weitergehen. Tja, jetzt sind schon 2 Wochen rum. Deshalb wird morgen ein Zwischenbericht beim Chef in Jena fällig. Und dann schauen wir mal, was sich in den letzten 5 Tagen noch so ausgeht. Endspurt. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ian Probert, Leiter der Kultursammlung der Marinenstation, gibt letzte Tipps, wie man die Viren am besten für spätere Versuche einfrieren kann. Dann ist alles eingepackt. 3 Wochen voller Herausforderungen, Spannung und neuer Erkenntnisse liegen hinter Michaela. So ist sie hoffentlich gut gerüstet für ihre Doktorarbeit. Für die schöne Umgebung der bretonischen Atlantikküste blieb nur wenig Zeit. Umso mehr genießt Michaela diesen letzten Abend vor ihrer Rückreise.